Moin, herzlich willkommen zu weiteren Folge eines unserer Webarm. Oder? Wie kann man Ihnen helfen? Mir ist nicht mehr zu hören. Auch schon gemerkt, das freut mich. Cool, dass es mich voll da oben raus. Über das da oben raus haben. Also das Gewicht ist echt gefährlich an dem Waldrag, gell? Dann mach's doch weg. Nö. Brauchst du unbedingt den Nervenkitzel oder was? Ja. Oh, Junge, hört dieser Pissregen jetzt bald mal auf. Nö. So, ist das leer? Mhm. Ohne Kühefutter? ja, da kann man was reinschmeißen. Aber rechts bitte. Da. 51.000 Liter Dünger, ey. Im Lager? Ja. Mama mal verkaufen. Gartenzentrum. Wie viel? Ja, steigt noch aber 5,5. Ja. Alter. Wir müssen noch mehr mit Dünger machen, gell? Wie viel zu viel sollte man davon auch nicht machen? Gibt man damit Kohle und fertig ist. Wie viel Milch haben wir jetzt im Milchversuch drin? Keine Ahnung. Okay. Bäckerei. Mit der Bäckerei. Mit der Weihnachtsbäckerei. Brot backen, wie wär's denn damit? Kompost haben wir denn eigentlich? Könnte man ja auch mal zumachen, das eine Silo. Nur wollen wir es mal auflassen. Lass es mal noch offen. Ach ja, wir haben das eine ja schon zugemacht. Das, das andere haben wir wieder aufgemacht. Eines randvoll, ja. Und dann hier könnte man mal ein bisschen zusammenschieben. Oh, jetzt hängt ich fest, ey. Oh. Mit der jemand fest. Du hängst auch gleich. So, Brot wieder raus. Nein, ich muss runterschmeißen. Brot. Brot, 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 Brot. So viel bei Familie Schröder. 6, ah, da unten wieder. Wir haben eine Walter gerade noch zweiter. Und den Gator wieder. Okay. Wird das Brot zwar ein bisschen nass, aber egal. Nicht mein Problem. Ja,
Wir sind hier nicht fest. Egal. Wenn ich da schon mit einer Brotkiste dort ankomme, weiß ich noch. Waren die Nachbarn, gell? Ja. Ein Blitzer? Ah, der Blitzer ist weg. Ach so. Hört der beknackte Regen eigentlich mal auf. Meine Güte. Was machst denn du eigentlich gerade? Hallo? Die Biomasse zusammenfahren, ah, ist da mehr reingeht. Ja, ich hab nur oben gesehen, dass ihr das Biomasse macht. Ja. Alle Brotkörbe da? Ja, gut. Aber noch bin ich nicht dort. Gar eine Einfahrt. Nee. Ah, der Blitzer ist auch weg. Moin, Brotlieferung. Passt auch nicht rein. Naja. So. Liegt hier noch eine Fleischkiste? Oh, 1100. Hey, Alter. 1000 Euro für so einen Brotkorb. Nicht schlecht. So. Bringt Fleisch im Mund, hat er was. Ach, die Schröders. Scheint habe ich letztes Mal da so eine Fleischkiste übersehen. Nehme ich noch eine. 500 Euro kann man darüber mega. Oder? Ja. Die Zeit den Hühner, hast du die bei den Hühnern überhaupt Futter aufgefüllt? Da fehlt ja immer noch. Ja, ich hab 1000 Liter reingeschüttet. War eigentlich komplett voll, wow. 1000 rein. Dann die Apfelbäume haben noch Zeit. Apfelkissen da? Ja. Hab ich noch keinen Neffe. Scharf war die gerade das Decke. Ich glaube nicht. Naja, okay. Oh Gott, 72.000. Ich glaube, kühlmäßig gibt es das nur die eine Kuhweide. Ja. Gibt es noch zwei Schafweiden? Und die Zuchtanlagen. Da. Genau, in der neuen Version gibt es auch Truppen. Moin. Ich habe zwei leere Brotkisten dabei. Mach mal das Tor auf, bitte, wenn du da oben bist. Dankeschön. Ah! Was habe ich hier nicht reinkommen jetzt? Meine Güte. Ah, okay. Das Brot. Ja, ma. Brot braucht auch lang zu backen, gell? Ging das zur Teigmaschine, braucht das Brot länger. Bis es gebacken ist. Nein. Wieder runterfallen. In die Brote, ich war doch noch drin. Alter, da hängen schon vier Brote im Ofen drin, gell? Vier Brote. Geht ja auch nicht mehr raus. Naja. Haben sie halt verloren. Genau.
Okay. Masako da schon verkaufen? Ja. 1, 2, 3. Da, weißt du was? Ich verkaufe jetzt Dünger. Ah, wieso fährt er los? Was schon wieder? Hallo? Nix. Stehst du so vom Schweinestall? Jetzt bin ich hier, passt jetzt auch nicht. Nee, du stehst das also einfach rum, das wird nicht. Das hat mich gewundert, deswegen. Ah, Pellets haben wir keine. Genau. Schnapp dir mal bitte deinen John Deere und tu den Anhänger mal bitte auf Überlader umbauen. So. Hä? Wieso? Mach einfach. Wenn wir was probieren. Vertrau mir einfach. Ne, warte. Oh yeah. Oh Mann, das scheint. Ah! Kommst du da ja schon wieder? Du hast gesagt, ich soll mir mein Schild hier holen, also ja. Einfach so da angebrettert. Richtige. Wir werden nicht zusammengestoßen, auf einmal lenkst du rüber. Ja, meine, ich hab wieder vorfahren wollen. Was heißt, ich lenk rüber? Ich bin doch gerade ausgefahren. Echt, von links, du Depp? Ja, genau, hof. Hier gibt's geh rechts vor links. Nee, hier gibt's nur rechts, immer rechts. Immer geradeaus. Auf unserem Hof gibt's nur ein Gesetz. Ich hab immer Vorfahrt. Ach so. Im FPS, gell? Ja. Mehr PS hat Vorfahrt, ja. Mit mehr PS, wenn du da mit dem Grammar fährst, nicht mit meinem John Deere, dann kannst du aber ganz klar. Da kann ich mit jeder Maschine kommen, du hast immer Vorfahrt. Deine 400 PS. Höchstens der Drescher. Hat er mehr? Nee. Ich weiß nicht, was er hat. Glaub mal. Ja. Wenn das der mehr hat. Nicht weiter drehen kann. Mann. Dann halt nicht. Ah, das ist Überlader war. Jetzt hätte ich halt 503. Doch so viel. Wir hätten Karl wollte ich nicht mitnehmen. Jetzt füllst du das Ding mit Dünger auf. Willst du kleine Zeug, willst du die kleinen Dinger machen? Glaubst du, das geht? Großen gehen ja nicht. Großen ja, aber sind glaubst ja... du, kannst du kleine Dünger-Dinger machen? Ja klar. Achtung! Junge! Ich höre dich halt nicht. Wieso bremst nicht? Ich hätte den locker umfahren können. Ja, logisch. Erst recht, wenn ich vorne nichts dran habe. Aber ich mach das Ding nicht ganz, ich mach das Teil nicht ganz voll mit Dünger. Mega. Ja, wir brauchen ja noch fürs C ansehen. Ja, ja. Wie viel haben wir? Mach's halt nicht ganz voll. Warte mal. Wieso will ich eigentlich das Ding aufladen? Warte, einfach so hin. Sieht mir blöd aus. Warte mal. Schaut runter.
So. Hallo. Voila. Das Ding ist so schwer. Ja, das passt schon so. Braucht der Waldrand das Ding noch gar nicht. So, aber was wir jetzt hier treiben, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Abo da, um nächste Folge nicht zu verpassen. Und bis dann. Ciao.